So ist der Arbeitsplatz, den ich hier in Russland habe. Da könnt ihr es sehen. Und so ist die Aussicht. Ich bin hier im höchsten Turm. Der hat ca. 90 Stockwerke, glaube ich. Ich bin im 78. Ihr seht, hier geht es ganz weit runter. Und heute nehme ich euch jetzt ein bisschen mit nach Moskau, Russland. Ich werde ein bisschen von meinem Tag zeigen und werde auch ein paar Dinge über Russland sagen, die jetzt so für mich neu waren. Ich war ja schon mal in St. Petersburg, habe da schon mal einen größeren Vlog gemacht. Und jetzt gibt es einen Moskau-Vlog und viele haben mich auch gefragt, du Karl, wie schaut es denn eigentlich aus mit dem Thema Krypto, allgemein Business und auch mit Frauen in Russland? Und auf all diese drei Dinge werde ich eingehen. Ich möchte nur noch eine Sache vorher sagen, und zwar, ich habe eine Aktion, und zwar einen 1.000-Euro-Gutschein, und zwar, wenn ihr Folgendes macht. Wenn ihr hier unter dem Video den ersten Link anklickt, dann könnt ihr ein Beratungsgespräch buchen, ein Umfragegespräch, okay? Da stellen wir 7 Fragen. Und nach diesen 7 Fragen, das dauert ca. 10, 15 Minuten, gibt es einen 1.000-Euro-Gutschein auf all unsere Events, Kurse, Fortbildungen, Unternehmensberatungen, einfach komplett alles. Franchise-Systeme und so weiter und so fort. Und im Anschluss können dann noch wir dir am Telefon erklären, was wir alles machen. Denn eins merke ich, die Leute heutzutage, die reden zu wenig miteinander. Und oftmals weiß niemand, was du machst. Und Leute wissen nicht, was ich genau mache. Und deswegen muss man einfach mal miteinander reden und sich kennenlernen. Und wir erklären da am Telefon dann ganz kurz, was machen wir denn alles? Für welche Zielgruppen, was bieten wir an? Und dann erfahren wir, wo du gerade stehst. Bist du ein Unternehmer? Machst du dich gerade selbstständig? Hast du Probleme bei dem Thema Mitarbeitergewinnung oder im Marketing, im Bereich der Digitalisierung? Und dann schauen wir einfach, ob es jetzt oder in Zukunft eine Möglichkeit der Zusammenarbeit gibt. Und wenn es keine gibt, dann wissen wir zumindest mal, was du machst. Du weißt, was wir machen. Und ob vielleicht in Zukunft wir uns melden sollen, wenn es sich eben ergibt, wenn es Sinn macht. Jetzt gehen wir los und nochmal einmal den Ausblick. Wahnsinn. So schaut es von außen aus. Das ist eine richtig große Öl- und Gasfirma. Hier sind also das meiste hier, Leute, sind Banken oder große Ölfirmen. Also Öl und Gas, Banken und Stahlindustrie. Das sind so die größten Industrien hier, okay? In dem Turm da drin, da bin ich drin. So, zack. Und jetzt gibt es hier lauter verschiedene Türme. Und jetzt werde ich euch auch noch das Supermärkte zeigen, das Gym zeigen, Sehenswürdigkeiten zeigen, Sauna zeigen. Also mir taugt es hier richtig. Hier brauchst du überall so eine Chipkarte. Sonst geht's nicht. Und außerdem heute ist Sonntag. Trotzdem hat alles offen. Die Supermärkte haben 24, also viele haben 24/7 offen, okay? Auch viele Einkaufsläden. Und vor allem viele Restaurants haben wirklich 24/7, also die ganze Zeit offen. Überall Terminals. Das ist alles sehr sicher. Supermärkte. Und was ich mir hier en masse reinziehe, sind diese Beeren, Leute. Beerenfrüchte. Orange und auch Granatapfelsäfte vor allem. Und schaut her, die haben natürlich auch die ganzen, also die haben sehr viele amerikanische und auch europäischen Produkte. Aber zum Beispiel American Express geht hier bei 70% der Läden nicht mehr. Warum? Weil es auch ein Handelsembargo gibt. Zum Beispiel, ich darf ja jetzt auch als deutsches Unternehmen keine russischen Kunden haben. Ich darf ein Darlehen nehmen aus Russland, aber nicht eine Rechnung schreiben, dass mir in Russland was bezahlt. Sogar Starbucks haben sie, checkt's ab, ne? Sogar Starbucks. Schaut mal, krass, oder? Sogar Apfelstrudel Oat King. Also auch alle Proteinriegel, auch vegane Proteinriegel. Die haben hier wirklich alles am Start. Sogar Supplements, veganes Protein, Juice Refills zwar, aber zumindest haben wir alles. Kollagen und natürlich auch den brutalen Kuchen und so. Und zum Maskenthema, Leute, also manche haben eine an, manche haben keine an. Aber das Lustige ist, wenn du an die Kasse gehst, dann musst du sie kurz anziehen. Hat auch gar keinen Sinn, gell? Also musst du nie tragen, außer an der Kasse. Jetzt sind wir mitten drin in Moskau. Jetzt geht's zu den Attraktionen. Aber eine extrem schöne Stadt. Wahnsinn.
Einkaufszentrum. Gumm. Die zwei größten sind anscheinend luxuriösesten Gumm und Zum. So heißen die zwei. Alles da, so gibt es hier quasi mehrere Reihen. Also ein Riesending hier. Gehen wir mal rein hier. Schauen, was es da so gibt. Das ist das Einkaufszentrum nochmal von außen, also Riesending. Schauen wir mal, was es so gibt. Hier. Boah, geil, boah. Und hier, Leute, das Mausoleum von Lenin. Da liegt Lenin begraben. Hier seht ihr die berühmte Kirche. Wahnsinn. Das hier ist alles auch natürlich der Rote Platz. Meine Mutter liebt so Figuren, Leute. Deswegen kaufe ich jetzt meiner Mutter da die grüne Figur da hinten. Ja, die grüne. Besondere russische Tee. Und die russische Figur von meiner Mutter. Handbemalt. Also ich sage jetzt hier schon zum 10. Mal wow, weil es einfach so hammermäßig aussieht, Leute. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist alles so großdimensioniert. Also ich würde sagen, das ist alles ähnlich beeindruckend hier, ähnlich, vielleicht nicht ganz, ja, ähnlich wie der Vatikan eigentlich fast schon. So auf dem Niveau sind wir hier ungefähr. Hier gehört auch noch alles zum Roten Platz und ich finde einfach Geschichte so interessant. Wahnsinn, eines meiner Lieblingsfächer in der Schule. Und dann die Sachen in echt zu sehen, Wahnsinn. Hier ist nachts alles so toll beleuchtet, das ist wirklich faszinierend. Hier war gestern so voll, es war Wahnsinn. Sandwiches, Fisch. Wir legen das Essen auch immer so aus. Die haben Türkisch, da haben sie so Steak, Pizza. Es gibt wirklich alles hier. Heftiges Food Court. Also auch so Gourmetzeug, Wahnsinn. Pasta ganz frisch. So, jetzt bin ich vom Weihnachtsmarkt zu Hause und werde jetzt gleich ins Gym gehen, ins Fitnessstudio. Und hier wird es immer schon wirklich relativ früh dunkel. Hier wird schon so um 4, 5 ungefähr dunkel. Jetzt im Dezember. Hier ist das an, Leute. Müsst ihr unbedingt probieren. Kann mir jetzt sogar ein Abo bestellen auf juicery-performance.de. Ich blende mal den Link ein. Ihr könnt das auch das Abo bestellen. Schmeckt top, wirkt top. Encore das Gym, Leute. Ist mega geil. Hier vorne Fitnesskeller, das Restaurant, Bar. Überall habe ich hier immer, Encore heißt, die Laufbänder. Ich zeig mir, Leute, dass ich noch ein bisschen was kann, oder 50er auf der Schrägbank. Jetzt machen wir noch einen kurzen Satz. Wenigstens 5. Hier habe ich gestern Kreuzheben gemacht. Mit 220 Kilo sogar. So schaut es hier aus. Alle Gewichte bis 60 Kilo. Und dann geht es noch darüber zum Boxing Area. Das hier, Leute, ist der Endgegner und Kardiogerät. Brutal. CrossFit Area. Und dann ist das Gym noch sogar größer. Also geht es noch da nach hinten. Sie haben hier wirklich alles da. Aber auch preislich muss man halt sagen, Moskau ist teilweise schon mal was anderes. Das Gym kostet 5000 Euro im Jahr. Muss man im Voraus zahlen, das ist schon so 400 im Monat, gell? Fertig mit Gym, Leute, jetzt geht's hier runter. Drüben schon in den Pool- und Spa-Bereich gehen und dann runter gleich rein. Und dann überall trinken. Und dann natürlich, also wirklich überall. So schaut's hier aus. Hier ist schon heißes Wasser mit Dampf. Und so sprühen wir chillig lange gleich. Jetzt chill ich hier in der heißesten Sauna, Leute. Da geht's raus. Und ich muss mir so einen Hut aufsetzen, kann man das überhaupt sehen? Ein Hut, sonst brennt mir die Glatze runter. Füße sind kalt, weiß. Das ist eine Salzluftsauna für die Lunge, da gehen wir auch nachher rein. Naja, wenn man rein hat, man das Holz, das Salz. Richtig nice. Die nächste Sauna, Leute. Also ich muss mir schon einmal die Woche richtig geben. Sehr gesund. Das Immunsystem ist bei mir so top, Leute, ich werde nie krank. Also Leute, das war's mit dem Gym. Schaut euch mal die Aufzüge hier an. Zieht euch mal die Aufzüge rein. Krass, oder?
jetzt auch wie angekündigt, Mitternachtssnack. Ihr werdet auch sehen, was für krasse Restaurants um die Uhrzeit noch offen haben. 1:30 nachts. Ich habe ein bisschen einen anderen Tagesrhythmus, weil ich viele Termine habe und so weiter. Viel am Lesen bin, deswegen ein bisschen anderer Rhythmus. Viele Investoren, die wir treffen, von überall aus der ganzen Welt. Also auf geht's. So schaut es hier nachts aus. Hier ist richtig hoch. Boah. Und jetzt gehe ich da essen. Das schaut schon cool aus hier alles, gell? Wirklich cool. So, jetzt muss ich gleich hier. Da muss ich rein ins Restaurant. Guck mal, den fetten Turm an. Boah, den werde ich mal einen Saft reinbolzen. Da seht ihr mal, wie das hier ausschaut, ne? Aber nachts offen. Wie versprochen, werde ich jetzt noch einiges über Russland erzählen. Punkt Nummer 1, ich hoffe, es ist nicht zu laut, denn ich bin gerade so von einem Termin zum nächsten, dass ich einfach im Auto fahren muss. Und ich finde, am besten kann man es zusammenfassen, indem man sagt, es ist wirklich eine Männerwelt. Von der Rollenverteilung her würde ich sagen, wenn wir auf der einen Seite arabische Länder als das eine Extrem haben und dann jetzt die westliche Welt, wo es gar keine Rollenverteilung mehr gibt, dann wäre Russland so in der Mitte, würde ich sagen. Ich bin ins Restaurant reingelaufen, ein wirklich gutes, tolles Restaurant, normal gekleidet. Und dann sind mir zwei Frauen entgegengekommen. Mein Kollege, der lief hinter mir. Und dann sagen die Frauen einfach so irgendwas auf Russisch, ich habe natürlich nicht verstanden, bleiben stehen, schauen mich an. Und mein Kollege sagt dann, hey du, also der kann natürlich Russisch, meinte, hey, die haben gesagt, was macht ihr hübschen Männer hier? Also das muss man sich mal vorstellen. Was kommt in Deutschland eigentlich nie vor? Ja? Also, dass auch die Frauen von sich aus agieren. Und die Frauen, die sind auch extrem nett, die sind extrem herzlich, die erzählen auch davon, wie sehr sie gerne kochen, wie sehr sie gerne den Mann unterstützen. Also, wenn man ein Mann ist, ist es wirklich super. Ich glaube, wenn man eine Frau ist auch, und ich glaube, eine Rollenverteilung macht auch beide vielleicht sogar tendenziell glücklicher, weil es gibt ja Studien, zum Beispiel, das Allerunglücklichste, was es gibt, ist eine 40-jährige westliche Singlefrau. Ja, allgemein, obwohl man im Westen mehr Geld hat, sind im Westen die Menschen unglücklicher als teilweise, wie zum Beispiel in Russland, in Asien, in arabischen Ländern. Das zeigen ja viele Studien. Kann man selber recherchieren. Und vor allem sage ich halt, wenn du Geld hast, dann lohnt sich einfach Russland noch mehr. Weil erstens mal, Geld dort zu haben, wird nicht verpönt, man muss sie nicht verstecken. Dort fahren auch dann getunte Mansory Cullinans rum, dort fahren die brutalsten Autos rum, also wirklich extrem. Und du hast eben auch diese Luxusebene von zum Beispiel, ich habe in einem Fitnessstudio trainiert, 5000 Euro kostet es im Jahr im Voraus. Und sowas gibt es eigentlich in Deutschland gar nicht. Also es gibt gar keine Gyms, die mal im Monat 3, 4, 5, 600 Euro kosten. Das gibt es halt einfach gar nicht. Die haben halt einfach von allem nochmal eine Stufe edler und wirklich Geld zu haben, lohnt sich halt da einfach. Vor allem würde ich sagen, eben als Mann. Ich finde die Männer extrem halt männlich, aber trotzdem sehr freundlich, geradeaus nett. Hat sich auch extrem gelohnt fürs Business. Wir sind da ja primär wegen unserem Investmentfonds. Also, ja, auch der Lifestyle dort, du hast da extrem schöne Hotels, extrem gutes Essen und vom Preis her würde ich sagen, kommt man da trotzdem relativ günstig weg. Also aktuell ist so ein Euro schwankt zwischen 80 bis 90 Rubel. Es ist sogar billiger als jetzt Cancun zum Beispiel und natürlich viel billiger als Miami, wo ich jetzt in letzter Zeit war und natürlich auch günstiger als München. Also ich denke, für das Geld, was man bezahlt, hat man eigentlich da den besten Deal. Und ich könnte es mir durchaus vorstellen, auch wenn ich halt viel geschäftlich mache, jetzt bevor ich noch Kinder habe, dass ich halt im Sommer, also im Sommer primär in Deutschland und in Moskau, also in Russland unterwegs bin und lebe. Und wenn jetzt bei uns hier Winter ist, dass ich dann eben primär in Mexiko und in Florida bin. So kann ich es mir ungefähr vorstellen. Also auch Frauen kennenzulernen, ja, schau her, ich mache nochmal ein Beispiel, okay? Hört sich jetzt vielleicht krass an, aber da war ein sehr gut aussehender Trainer, okay? Sehr gut aussehender männlicher Trainer. Und dann habe ich zu einer Freundin da gesagt,
ey, du, schau mal, den Typ, der schaut ja richtig gut aus. Und die so, echt? Ist mir noch gar nicht aufgefallen, den schaue ich gar nicht an, weil der ist der Trainer. Das heißt, da konzentrieren die sich nicht drauf, ob der Mann gut aussieht oder nicht, ja? Sondern da konzentrieren die sich eben drauf, hey, hat der Status, ist der intelligent, hat der ein gutes Netzwerk, ja, bietet der Sicherheit, bietet der Ressourcen, bietet der Stabilität und Führung im Leben. Das sind da eher so die Dinge, auf die da eben geachtet werden. Ja? Ich würde mal sagen, das war es jetzt von meiner Seite. Damit haben wir wirklich ein gutes Video. Abonniert gerne den Kanal. Das war's. Haut's rein, Leute. Und wenn ihr mehr Fragen habt, ich mache nochmal ein zweites Video über Russland, denn ich war ja auch Party machen. Ich habe noch einiges Material. Dann schreibt mir einfach die Fragen in die Kommentare. Bis dann.